máš 312. No, uvidíme. Skúška je skúška. 2000. Du hast es also tatsächlich ins Rennen geschafft. Und ich bin hier, um dich zu schlagen. Oh, Tyler. Jeder Fahrer wird dich fertig machen, weißt du? Jeder Cop in der Stadt wird dich verfolgen. Du bist nichts als ein Loser, der mir im Weg steht. Und deine Glücksstunde wird enden. Genau da liegst du falsch. Hier geht es nicht um Glück. Jazz, Mac, es ist soweit. Du schaffst das, Ty. Viel Glück. Ich hab schon Navarro gesagt. Glück hat damit nichts zu tun. Es ist soweit, Fraser. Die Drohne ist in der Luft. Ich melde mich, falls Lina irgendwas versucht. Diese Typen sind die besten Racer des Landes. Vergiss nicht, um eine Runde weiterzukommen, reicht es, in der oberen Hälfte zu landen. Danke, Jess. Aber du kennst mich. Wenn ich fahre, dann um zu gewinnen. Ach, das beul ich wieder aus. Du dachtest hoffentlich nicht, ich würde fair spielen morgen. Vorsicht, Tyler. Du kriegst es mit Hausenforcern zu tun. Mit denen komme ich schon klar. Das hoffe ich, Mann. Ich kenne einige der Wagen. Horseman, Vasilev, Nova, macht ihn Platz. Ihr wollt mich wohl verarschen. Na sowas. Nobody will immer noch die Welt retten. Mr. Morgan, bist du bereit für dein Ende? Der Collector will einen Abriss. Und ich werde ihn durchführen. Das sieht nicht gut aus. Es gibt Ärger und er nimmt direkten Kurs auf Tyler Morgan. Racer, unser Freund Ty legt einen perfekten Start hin und geht schon früh in Führung. Aber das Haus wird nicht fair spielen. Also, bleib dran. So. Ty vole. Však otravujete jenom za jaká píčovinama. Mám to mít tady, jak je to tady, ne? Takhle. A ono mi to nejde udělat. No tak máš asi špatně ty vole, symboly, ty vole kretene. Jo, já vím, ale já vím. Tak já bych sehr gut, Ty. Die erste Etappe ist
Kahn rum und sucht Tür. Kleines Stück. Das Rennen zum Observatory ist nur die erste von drei Etappen im Outlaw Rush. Und wenn ihr die schon schwierig findet, Racer, dann macht euch im Offroad-Abschnitt auf was gefasst. Ich bin fast beim Observatory. Du bist in Führung und dein Offroad-Wagen wartet. Zieh durch, Tyler! Gewinnt die erste Etappe des Outlaws Rush. Worauf wartet ihr? Erledigt ihn! Und setzt andere Crews ein! Was heißt das? Sie sind alle raus!
Torelli zasahen. Die Fahrer haben auf ihre Offroad-Autos gewechselt. Jetzt wird's richtig schmutzig. So wie ich es mag. Und sie sind im Gelände. Schon, Mr. Offroad. Aus dem Weg! Oh! Shit! Situation ist kritisch. Bestätige Amor 22.
Code Red an alle verfügbaren Einheiten in den Bezirken 1 bis 4. Bringen Sie diese Fahrer und Fortune Valley unter Kontrolle. Schön, dass wir im Valley so viele Freunde haben. Wir alle stehen hinter dir, Kumpel. Und jetzt gewinn das Ding! Aufpassen! Není možný. Wie gefällt dir das? Ty krávo. To jsem vyjebanec. Já si to nevšimnu, ty vole. Jak je to možný, nic mě úplně normálně, ty vole. Vy kurvení. Die letzte Runde, da geht noch was. Der Graveyard ist im Spiel. Wir beschäftigen die Cops von Braxton bis New Haven Lake. Hier ist der Riot Club. Wir halten die Cops in Downtown beschäftigt. Leg los und gewinn das Rennen, Big Brother. Wir kämpfen für dich. Neustorm hier. Wir sind in Silver Canyon eingeschlagen. Silver Six in the Barrio. Wir halten die Cops hier mächtig auf Trab. Hol dir den Sieg, Lil Tai. Zentrale, Amor 22 meldet mehrere Code-3-Vorfälle in und außerhalb der Stadt. Fordere sofortige Unterstützung an. Die Lage droht zu eskalieren. Das muss warten. Wir brauchen alle verfügbaren Einheiten für morgen. Bei allem Respekt, Ma'am, wir haben es überall mit rücksichtslosen Fahrern zu tun, die öffentliches Eigentum gefährden. Situation ist kritisch. Bestätige Amor 22. Code Red an alle verfügbaren Einheiten in den Bezirken 1 bis 4. Bringen Sie diese Fahrer und Fortune Valley unter Kontrolle. Schön, dass wir im Valley so viele Freunde haben. Wir alle stehen hinter dir, Kumpel. Und jetzt gewinn das Ding! War zu eng. Unser Freund
Tyler ist nicht aufzuhalten. Er ist trotz der Einmischung der Cops unter den ersten drei. Euch bleibt nicht mehr viel Zeit, Leute. Mit dem Pichus am Stelle. Wer auch immer die zweite Etappe des Outlaws Rush gewinnt, fährt ein Duell gegen den letztjährigen Champion. Wird es Tyler sein? Eure Hüterin würde sagen, es sieht gut aus. Es läuft gut, Ty. Wir alle feuern dich an, Kumpel. Danke für die Hilfe, Mac. Und Tyler Morgan gewinnt die Offroad-Etappe des Outlaws Rush. Wurden abgezogen? Wie viele? Alle, Mann? Weißt du was? Ich hab die Schnauze. Ja, der Speech war vor, du hattest es auch wieder. Ist so wenig. Moment, es gibt einen Fahrertausch. Ist das überhaupt erlaubt? Die Finaletappe des Outlaws Rush wird nicht der Champion, sondern Lina Navarro. Okay, jetzt heißt es du gegen mich, Navarro. Du weißt, was für Tech in unseren Waffen steckt. Du hast keine Chance. Betrüg ruhig. Du verlierst trotzdem. Tyler, Tyler, Tyler. Du schaffst das, oder? Du schaffst das. Darauf kannst du Gift nehmen. Mit der Tech in diesem Wagen entscheide ich über das Ergebnis jedes Rennens im Valley. Diese Stadt wollte mich brechen. Jetzt bin ich dran. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Bitte. Selbst dein Freund, der Gambler, weiß, was passieren wird. Er hat sich einfach nur für die falsche Zeit entschieden. So viel zu deiner schicken Technik, Navarro. Du verlierst. Davon träumst du. Noch wie du damals in der Barrio warst. In den Rennen mit Jess und den Jungs. Da warst du wirklich gut. Jetzt gewinnst du nur noch durch Manipulation. Leute wie du und ich wurden schon immer beschissen worden. Ich wollte nicht nur ein hübsches Spielzeug für andere sein, sondern zu den Gewinnern gehören. Nein, du hast aufgegeben. Deshalb musste ich deine Crew verraten, Tyler. Um aus The Barrio rauszukommen. Und jetzt wirst du dafür bezahlen. Ich bin beeindruckt, wie weit du es geschafft hast, aber hier ist für dich Endstation. Du bist nur das letzte kleine Hindernis auf meinem Weg an die Spitze. Das sehen wir ja dann an der Ziellinie. Lena, Sie haben doch behauptet, Sie hätten die Situation im Griff. Ich habe sie ja. Nein.
Ich erledige das selbst. Was meinen Sie? Wie Bokabi. Mein Glückwunsch, Morgan. Sie stehen kurz vor dem Sieg gegen meinen Racer. Sieht so aus. Morgan. Das Haus könnte jemanden mit Ihrem Talent brauchen. Sie wären der beste Racer der Stadt und unermesslich reich. Aber es gibt einen Haken, richtig? Einen kleinen. Sie müssen das Rennen verlieren. Was soll das? Nur dank mir gehört Ihnen diese Stadt. Und dank Ihrer verdammten Fehde verliere ich Sie wieder. Danke für das Angebot. Ich passe. Kommen Sie schon, Morgan. Was wollen Sie? Ruhm? Geld? Lenas Kopf auf einem Tablett. Sie müssen es nur sagen. Ich will, dass Sie alles tun, um mich zu schlagen. Dann weiß ich nämlich auf jeden Fall, dass mein Sieg verdient war. Das hier ist noch nicht vorbei. Du musst deine Kiste nicht ganz beschoppern. Das war heftig. Yes! Ja, ja, ja! Asiatský auto, ty pičo. Je bomba.